Spaß. Ja, hallo. Und zwar geht es hier um die mehrsprachigen Karten, die gerade im internationalen Bereich von Interesse sind, aber auch gerade hier nur lokal in der Schweiz. Und vorab aber ein bisschen Info drumherum, weil als wir den Vortrag eingereicht haben, sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass das zu dem Zeitpunkt jetzt schon in der Wikipedia eingebunden ist und jeder das nutzt und 1000 Fragen jetzt an uns kommen, wie man das taggt und sowas. Wobei taggen könnte das ja so oder so. Aber es fehlt halt eben noch ein bisschen so die Killer-Anwendung, dass jeder das auch auf der Karte sieht im Moment leider. Also zu der mehrsprachigen Karte wird dann Jochen ein bisschen mehr sagen. Ich werde mal kurz andeuten, warum das im Moment in der Wikipedia nicht so auf dem Stand ist, wo wir es uns erwartet haben. Aber auch mal ein paar Punkte ansprechen, die vielleicht interessant sind, was aktuelle Themen sind im Geobereich. Und zwar sieht es so aus, also um den Toolserver ist es ein bisschen ruhig geworden. Der ist ja 2009 gestartet worden und war dann durchaus eine Zeit lang sehr aktiv mit verschiedenen Kartenstyles. Und jetzt ist sein Ende irgendwo nahe, aber es geht eigentlich noch bis 2014, werden die Dienste weiter betrieben, aber es wird jetzt nichts mehr in die Hardware investiert. Und es wird eine Aufteilung geben, also die Kartenstile, die bekannter sind. Die Hike-and-Bite-Map ist relativ populär, die wir rendern, aber auch den OSM-Default-Stil oder so ein No-Label-Stil, der soll ins Produktivsystem und da greifen dann halt eben professionelle Operator drauf zu, sodass dann Freiwillige nicht unbedingt mehr dann darauf den Zugang haben. Und dafür soll es dann aber auch entsprechend die Labs geben, was der Toolserver-Nachfolger ist, Labs, Tool Labs. In der Kombination und da kann auch wieder jeder einen Account bekommen und sobald da die OSM-Daten da sind, was ich hoffe, dass es bald passiert, kann man damit halt eben rumspielen. Der Toolserver, der nur wieder vom deutschen Verein betrieben wurde, da ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass es da mal einen Nachfolger gibt, aber der muss halt eben leichter zu warten sein, als es im Moment der Fall ist. Und wir werden erstmal die Erfahrung mit den Labs abschließen, also abwarten. Wenn wir komplett glücklich sind, dann wird es da nicht unbedingt den Grund geben, was Neues zu machen. Aber jetzt zu den eigentlichen Geo-Geschichten. Und da habe ich mal 5 Themen rausgezogen, die aktuell so in der Diskussion sind, was man gerne machen würde, was man gerade macht. Und die gehe ich jetzt mal der Reihe nach durch. Und das Interessante ist, früher war der Geobereich immer so ein externer Hobbybereich oder er war nicht direkt im Fokus der Foundation. Das hat sich etwas geändert. Also man kann jetzt wirklich die englische Wikipedia nachschlagen, kriegt eine Nearby-Spezialseite. Der Browser zieht sich seine Geolokalisation raus und man kriegt Objekte in der Umgebung angezeigt und das auch als App entsprechend auf dem Smartphone. Aber da fehlt es an vielen Features, sodass ich da jetzt noch nicht andere Leute dadurch arbeitslos sehe. Ja, aber dafür ist es für großen Traffic ausgelegt. Es ist Solr irgendwie als Suchmaschine im Hintergrund. Da tut sich auf jeden Fall einiges. Der nächste Punkt ist, der würde mich eigentlich gerne, also der würde mich interessieren und mich freuen, wenn der umgesetzt würde. Wenn wir Android haben, da haben wir auf der einen Seite schon Offline-Karten von OpenStreetMap, also so MapsForge und andere Anwendungen. Und auf der anderen Seite haben wir entsprechend Offline-Wikipedias. Und das wäre schön, wenn man die verbinden könnte. Soweit. Und das wäre eigentlich so eine, wahrscheinlich auch eine kleinere Übung, die man mal machen könnte. Der nächste Punkt ist ein sehr spannendes, ein schönes Thema. Wir haben Tausende, man kann sagen 17 Millionen Bilder auf Commons und davon sind auch einige so historische Landkarten und davon sollen es immer mehr werden und die wollen wir jetzt halt eben auch recht professionell georeferenzieren, nutzen da die Software Maps Frapper und das ist eigentlich auch nicht so kompliziert. Wo es kompliziert wird, ist, dass es in das ganze Gebilde mit einfließen soll, was entsprechend die Commons angeht, aber auch die Kooperation mit Museen und Bibliotheken, die die Karten bereitstellen.
Und dann aber auch so weit, dass sie bis im JOSM verfügbar sein sollen, die historischen Karten, und dann für Open Historical Map zum Beispiel zur Verfügung stehen sollen, dass die Leute das also abzeichnen können, was auf diesen Karten zu sehen ist. Also ich finde, das ist ein ganz spannendes Projekt und werden wir mal sehen, was daraus wird. Der vorletzte Punkt in meiner Liste ist ein richtig großes Projekt, nennt sich Wikidata und beeinflusst halt eben die komplette Wikipedia-Infrastruktur, dass auch zum Beispiel die ganzen Wikipedia-Koordinaten jetzt an einen zentralen Platz wandern und automatisiert auslesbar sind. Aber das, dann, durch die Verbindung zwischen Wikidata, Wikipedia und OpenStreetMap steht dann auch entsprechend genügend an Metadaten für OpenStreetMap-Anwendungen zur Verfügung. So zumindest meine Vorstellung. Okay, und der, ups, jetzt habe ich es abgebrochen. Der letzte Punkt ist, dass wir auch in der Wikipedia so eine Kartenwerkstatt haben und die arbeitet momentan relativ lokal, sei es mit Inkscape, QGIS, was auch immer. Und dann werden die fertigen Werke halt eben hochgeladen auf Commons. Und das Problem bei dem Prozess ist aber, dass da sehr viele Informationen verloren gehen. Und wenn man dann Jahre später will ein anderer Nutzer wieder anfangen und die Karte updaten, dann besteht das Problem einfach, dass die ganzen Geodaten verschwunden sind. Die sind in dem SVG mit drin und nicht mehr nutzbar. Und da schauen wir jetzt halt eben gerade, was wäre da eine geeignete Anwendung. Und da sehe ich durchaus auch dieses sharemap.org als sehr interessant an, weil man da einfach immer Karten mit per Hand auch Dinge einzeichnen kann. Es ist jetzt für die Nicht-Programmierer ausgelegt und man hat aber durchaus auch die Möglichkeit, über die Overpass-API hier eine Schnittstelle zu haben, wo man Elemente von OpenStreetMap einladen kann, die dann auch automatisiert aktualisiert werden können. Ja, das wären eigentlich die Punkte, die ich erstmal sagen wollte. Jetzt würde ich an Jochen übergeben, der zu mehrsprachigen Karten was sagt. Danke, Tim. So, dann müssen wir kurz umschalten. So, mehrsprachigen Karten. Also, das Ziel des Projektes ist, mehrsprachige Karten in die Wikipedia zu kriegen. Wenn man in der Wikipedia rechts oben auf den Knopf drückt, je nach Sprachvariante von der Wikipedia kriegt man da verschiedene Karten. Und bei vielen ist da eine OSM-Karte dahinter. Also jetzt zum Beispiel bei der deutschen Wikipedia hier mal an dem Beispiel Rapperswil-Jona gezeigt, wird eine OpenStreetMap-Karte eingeblendet. Aber wie wir das so kennen von unseren OpenStreetMap-Karten, man guckt irgendwo in irgendeinem Bereich, den man etwas weiter in die Welt und man kann eigentlich nichts mehr erkennen. Wer kann jetzt hierauf sehen, wo da Seoul oder Peking oder was weiß ich irgendwo ist? Die Standard-OpenStreetMap-Karten benutzen den Name-Tag, um die Labels zu zeichnen. Und das ist immer der Name, wie er lokal verwendet wird, typischerweise. Und das hilft natürlich mir nichts, der ich all diese asiatischen Schriftarten nicht kenne und diese Sprachen nicht kenne. Das heißt, wir wollen eine mehrsprachige Karte haben. Das wollen wir sowieso alle, aber die Wikipedia ganz besonders, weil die gibt es eben in 200 verschiedenen Sprachen oder sowas. Und es ist etwas blöd, wenn man zwar eine Wikipedia übersetzt hat in alle möglichen Sprachen, aber die Karten dazu dann nicht vernünftig benutzen kann. Es gibt derzeit nur einige Wikipedias, für die man spezielle Kartenversionen gemacht hat, die deutsche, die russische und ein paar andere. Aber wir wollen das in all diesen 200 verschiedenen Sprachvarianten von der Wikipedia haben. Problem, es gibt sehr viele Sprachen, es gibt noch mehr Kombinationen von Sprachen. Es kann ja sein, dass jemand sagt, naja gut, ich kann Deutsch und ich kann Französisch und ich kann Englisch oder sowas, aber Chinesisch kann ich nicht. Das heißt, selbst wenn der Name von, sagen wir jetzt, Peking oder sowas auf Deutsch nicht übersetzt wurde, aber eine französische Variante davon haben, dann will ich die vielleicht lieber sehen als die chinesische Originalvariante, weil ich dann wenigstens noch ein bisschen was erkennen kann. Also deswegen geht es eigentlich nicht nur darum, dass man für jede Sprache eine Karte macht, sondern es geht darum, dass man auch Kombinationen irgendwie haben kann. Und die bisherige Software, Standard, Tileserver, egal was man da verwendet, die skaliert halt nicht, weil ich für jede Sprache quasi eine Kopie von dem Style habe und quasi nochmal einen getrennten Tileserver aufsetzen muss, die alle nebeneinander sind und das funktioniert nicht. Das war unsere Ausgangsbasis. Und dann haben Tim und ich uns
beantragt letztes Jahr, oder vorletztes Jahr war schon die Beantragung und dann letztes Jahr die Durchführung. Der Wikimedia Deutschland e.V., die haben so ein Projektbudget, wo sie sagen, hier, wir haben ja ein Batzen Geld, da können sich Leute drauf bewerben, die irgendwas voranbringen wollen im Wikipedia-Umfeld und kriegen dann ein bisschen Geld. Und da haben wir Geld rausgekriegt, um Softwareentwicklung zu bezahlen und dieses Projekt durchzuführen. Das Ganze sieht technisch relativ simpel aus. Wir haben die Hintergrundkarte, da ist alles drauf, was kein Label ist, sage ich jetzt mal. Dann haben wir im Vordergrund die Label, die dann übersetzt werden können und das setzt man zusammen und dann haben wir wieder eine normale Karte. Soweit nicht weiter schwierig, ne? Also Flächen, Linien und so weiter im Hintergrund. Was ich machen muss, ist die Namen, die Refs, also so diese, was man braucht für die Highway Shields, ne? Also diese Autobahnsymbole und so weiter, Hausnummern, all diese Sachen. Hausnummern muss man zwar nicht übersetzen, aber sie müssen in diesen Layer rein, weil man sonst die falschen Sachen überdeckt. Also man nimmt quasi einen Standard-Style, teilt es auf und sagt, okay, das kommt da rein, das kommt da rein. Das ist der erste Schritt. Und dann kann ich im Browser überlagern, könnte man theoretisch auch im Server machen, aber funktioniert im Browser ganz gut. So, also Hintergrundkacheln kann ich rendern wie gewohnt. Dann nimmt man irgendeinen Teilserver, spielt keine Rolle. Das ist das, was sozusagen erprobte Technologie ist, die wir kennen. Ich rendere die Sachen, speichere die Kacheln einfach auf der Platte und muss halt gelegentlich neu rendern, wenn sich die Daten ändern und so weiter. Für die Sprachkacheln ist es etwas anders, weil wenn ich 200 Sprachen habe und vielleicht auch noch Kombinationen erlauben will, dann kann ich nicht diese Kacheln 200 Mal auf der Platte speichern und dann muss ich die ja auch nicht nur speichern, sondern ich muss sie auch expiren und neue Versionen rechnen, wenn sich die Daten geändert haben und so weiter. Und das geht nicht. Das heißt, die Idee ist, das live zu machen, diese Kacheln live zu rendern, wenn der User sie anfragt und dann nicht ewig zu speichern. Das heißt, was man machen muss, die Anfrage für die Kachel kommt vom Browser rein. Der Browser sagt, ich möchte die und die Kachel mit der und der Koordinate möchte ich haben und mit der und der Sprachkombination. Die Sprachkombination muss also in der URL übergeben werden. Dann muss ich die Kombination, die MapNIC-Konfiguration in dem Fall anpassen. Das heißt, da wo der MapNIC sagt, gib mir mal aus der Datenbank das Name-Tag, sagt man eben, nee, ich hätte aber gerne das Name-Doppelpunkt-DE-Tag oder Name-DE und Name-IN und dann nimmt er das Erste, was er kriegt oder so. Dann wird es live gerendert und ausgeliefert. Natürlich, so ganz auf dem Caching können wir nicht verzichten. Was wir da drin haben, ist ein Memcached, der diese Kacheln kurzzeitig speichert. Aber der auch eben, der das nur im RAM macht und der, wenn die Kachel nicht mehr angefordert wird, der merkt sich, welche Kacheln zuletzt angefordert werden und wenn nicht mehr genug Platz da ist, dann schmeißt er die Sachen hinten raus. Das Rendering geht sehr, sehr schnell, aber dieses Kurzzeit-Caching braucht man trotzdem noch, weil wir immer Meta-Tiles auf einmal rechnen, also 8x8 Kacheln. Das heißt, ich will diese 8x8 Kacheln, die werden ja häufig zusammen angefordert, ja, will ich natürlich nicht irgendwie 64 mal den gleichen Bereich rendern. Also damit kriegen wir nochmal eine gewisse Geschwindigkeit hin. Das Ganze gibt es im Moment im Testbetrieb an dieser Adresse. Ich hoffe, es funktioniert. Ich habe gar nicht mehr nachgeguckt heute. Haben wir gerade nach Serverproblemen kürzlich wieder aufgesetzt. Da kann man das mal ausprobieren und da kann man hier in dieses Feld auch eintippen, welche Sprachen man haben möchte. Hier, das ist also jetzt die Standardkarte. Wenn man einfach nur einen Namen kriegt, dann sieht es so aus. Ich weiß nicht, wie gut es so hinten rüberkommt, nicht wahnsinnig gut. Man kann ein bisschen sehen, also das ist jetzt deutscher Name und wenn kein deutscher vorhanden, dann der englische Name. Da kann man schon ein bisschen mehr erkennen jetzt als Deutschsprachler. Wenn ich jetzt Russe bin, dann hätte ich aber gerne, dass die Karte so ausgeht. Dann kann ich sagen, irgendwie russische Sprache. Und was dieses Ding auch kann, ich kann sagen, ich möchte jetzt hier zum Beispiel den Name-Tag haben und dann in eckigen Klammern den deutschen Namen hinten dran, wenn es den einen gibt. Das Ganze ist nur Testbetrieb. Ich garantiere für nichts, dass dieser Server irgendwie läuft oder dass er performant ist oder irgendwas. Das nur mal, um zu zeigen, was geht. Wie gesagt, die Idee war, dass wir das in die Wikipedia reinkriegen und dass wir später auch andere Leute das in ihre Seiten einbinden können. Eine Sache, die wir bei dem ganzen Projekt eben berücksichtigen mussten, ist die ganze Frage, wie viel Last erzeugt das, wenn wir diese Sachen live rendern, funktioniert das überhaupt, kriegen wir das mit der Performance hin? Wir haben da relativ viele Statistiken im Vorfeld gemacht, haben uns angeguckt, okay, wie viele Requests haben wir denn eigentlich, für welche Sprachen, wie viele Teils müssten wir cachen und so weiter, haben uns diese Sachen angeguckt und das Ergebnis war, ja, wir können das live rendern.
Das Einzige, was man letztlich zu dem Live-Rendern mehr braucht als eine normale OSM-to-PGSQL-Datenbank, wie man sie so fürs Rendern verwendet, ist, da sind ein paar mehr Indizes drauf, damit die Queries, die halt in den kleinen Zoom-Leveln, zum Beispiel eben die City-Labels und so weiter, dass man dass diese Queries wesentlich schneller laufen, als sie das vielleicht normal tun würden. Und dann kann man diese Sprachlabels live rendern. Und das müsste auch noch funktionieren, wenn da mehr Last drauf ist. Wie gesagt, wenn mehr Last drauf ist, funktioniert der Cache ja auch besser. Und wenn es gar nicht mehr funktioniert, dann kann man auch noch einen HTTP-Cache davor schalten, notfalls. Jetzt, die Software. Hätte jetzt verschiedene Möglichkeiten gegeben, welche Software man einsetzt. Es gibt ja verschiedene Teil-Server-Software. Und ich habe vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, habe ich mir das angeguckt, okay, welche Software haben wir? Und im Wesentlichen das, was die meisten Leute verwenden, ist Render.d oder T-Rex. Die haben aber beide das Problem, dass sie nicht so richtig skalieren, dass sie insbesondere eigentlich nur dafür ausgerichtet sind, auf einem einzelnen Server zu laufen und nicht über mehrere Server verteilt werden können. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, die sind komplett darauf ausgelegt, die Kacheln zwischenzuspeichern auf der Platte. Die haben da keine modulare Möglichkeit, zum Beispiel eben diesen Memcached einzubinden oder so. Es gibt noch eine andere Teilserver-Software, nämlich die von MapQuest, die speziell entwickelt haben für ihren eigenen Zweck. RenderMQ heißt sie, die ist Open Source, ist auf GitHub drauf. Ich habe dann mit den Entwicklern geredet und so weiter und habe gesagt, das ist eigentlich eine gute Basis, wenn man dann nachher so ein großes System laufen haben will, wie auf der Wikipedia, was wirklich sehr, sehr weit skalieren muss, was man über mehrere Server laufen lassen möchte vielleicht. Und es hat eben auch schon diese modulare Backend-Geschichte eingebaut gehabt, sodass es relativ einfach war, da dieses Memcached-Backend anzuflanschen. Und haben uns damals entschieden, diesen Render-MQ einzusetzen dafür, dass, wie man an der Demo-Seite sieht, funktioniert das System auch im Prinzip. Also das System ist da, die Software ist da, das funktioniert. Wir haben schon gesehen, an der Wikipedia hängt es im Moment so ein bisschen. Es läuft noch nicht auf Wikipedia-Servern. Das liegt halt an Wikipedia-internen Prozessen, Abstimmungsprozessen. Irgendwie, wer ist für was zuständig? Und die sind halt gerade dabei, wie Tim schon gesagt hat, da viel an der Serverstruktur, Zielserver und so weiter ändern und andere Leute sind plötzlich für Dinge verantwortlich und so weiter. Deswegen sind wir da noch nicht weitergekommen, dass es in der Wikipedia wirklich läuft. Und wir haben auch so ein bisschen das Problem, dass dieser MapQuest-RenderMQ nicht wirklich maintained ist. Der ist von MapQuest geschrieben worden, von MapQuest-Mitarbeitern geschrieben worden, aber MapQuest ist im Moment, steckt da keine weiteren Ressourcen rein. Das heißt, das Ding ist eigentlich unmaintained. Und das ist so ein bisschen schade eigentlich, weil es eine schöne Software ist. Ich weiß also nicht, ob es damit so weitergeht. Eigentlich muss ich dazu nicht viel sagen. Es gibt verschiedene Tags für Namen und es gibt aber auch so Sachen wie eben Name underscore 1, gibt es irgendwie 800.000, was weiß ich, was das wieder für ein Import ist, was das bedeutet. Sowas wird halt zum Beispiel jetzt nicht ausgewertet da. Das sind so die Dinge wieder Tagging-Probleme, da müssen wir klären, wie wir mit den Tags eigentlich umgehen. Und dann gibt es eben diese Sprachvarianten, kennt ihr alle, mit dem Doppelpunkt drin. Das sind meistens dann zwei Buchstaben für Sprache, aber die Portugiesen, das brasilianische Portugiesisch zum Beispiel, müsste dann eigentlich so aussehen. Da gibt es aber auch wieder verschiedene Varianten. Und dann ist die Frage, ne, wenn man das kombiniert, Old Name, Int Name mit Sprache und so weiter, wie das genau aussieht, welches ist der Hauptname, wenn es keinen Name ohne irgendwas gibt. Ja, welcher dann, davon nimmt man dann? Da gibt es also noch einige Fragen, die wir auch in der Community noch klären müssen. Was eigentlich ganz nett ist, was ich auch mal ausprobiert habe, was aber nicht live ist, ist Transliteration. Das funktioniert durchaus ganz gut, dass man automatisch zum Beispiel kyrillische Buchstaben in Lateinische umsetzt. Vom Chinesischen klappt das nicht so gut, aber gerade von Kyrillisch in Lateinisch geht es ganz gut. Man kann erkennen, was das wohl für ein Ort ist. Ja? Also das ist schon mal besser, als gar nichts zu haben. Ich habe das mal in Mapnik eingebaut, also mal schauen. Wie geht es weiter? Einbindung Wikipedia, wissen wir jetzt noch nicht, wie das weitergeht. Vielleicht ist ja auch eher was für osm.org, muss man sehen. Und die Implementierung auf dem MapQuest RenderMQ ist die Frage, wer bereit ist, das weiter zu maintainen und so weiter, ob das der richtige Weg ist. Jetzt haben wir diese, gerade die ganz neue Mapnik-Version, diese Vektor-Kachel-Geschichten macht, vielleicht wäre das auch eine Basis, auf der man das besser einrichten könnte.
weiß ich auch nicht, wie es da weitergeht. Hier gibt es diverse URLs mit weiteren Informationen und das war's. Dankeschön. So, Fragen. Alle sind schon zu müde, keiner hat mehr Fragen. Genau, dann komme ich zu Ihnen gelaufen, wenn Sie Fragen haben. Muss ich mir selbst Fragen stellen jetzt, oder? Okay, der Peter möchte. Der Peter. Ich hatte ja selber schon ein paar Mal damit rumgespielt, damals mit diesen multilingualen Karten. Und ein Problem, das wir damals hatten, ist, dass es eben nicht reicht, einfach nur die Labels irgendwie so an sich zu malen, sondern eigentlich muss man auch alles andere zumindest mit bedenken, um zu wissen, welches Label muss ich denn jetzt malen und welches nicht. Beispielsweise, wenn auf der Hauptkarte ein Symbol gemalt wird, dann darf ich nicht, also was weiß ich, hier Bäckerei, dann darf ich ja nicht auf dem Label-Ding da drüber nochmal einen Text legen. Also das heißt, wenn da schon ein Symbol ist, darf der Text da nicht hin. Und diese Verdrängung, ich erinnere mich, dass das damals ein relativ großes Problem war, weil man eigentlich fast den ganzen Style malen musste, aber also zumindest berechnen musste, auch wenn man ihn dann nicht in das Bild malt. Hast du ähnliche Probleme gehabt und wie hast du sie gelöst? Nein, eigentlich habe ich die Probleme in der Form so nicht gesehen. Also ein Problem war zum Beispiel die Hausnummern. Ja? Also die Hausnummern werden deswegen in den Label-Tiles mit berechnet, und obwohl sie nicht sprachabhängig sind und nicht in dem Hintergrund-Layer. Und ja, es gibt manchmal den Fall, dass es irgendwie komisch aussieht und dass irgendwas was anderes übermalt, aber es passiert eigentlich erstaunlich wenig. Vielleicht liegt es auch daran, wer es für einen Style man eben hat, und ist natürlich abhängig vom Zoom-Level wieder und so weiter. Und also ich muss jetzt sagen, es ist erstaunlich wenig passiert und so wenig, dass wir gesagt haben, dass das tragbar ist, diese Lösung sozusagen. Ich sag mal, jede andere Lösung würde quasi ja so aussehen, dass man die Daten komplett jedes Mal rendern müsste irgendwie, was nicht realistisch ist mit dem Setup, den wir hier haben. Wobei das eben auch ein Vorteil möglicherweise von diesem Vektorkachelansatz ist. Also für die Leute, die das jetzt nicht genau kennen, was Mapnik da macht: Vektorkacheln heißt nicht in dem Fall, dass die Vektoren zum Client, zum Browser ausgeliefert werden. Die werden immer noch auf dem Server gerendert. Aber die Aufteilung der Daten in Kacheln wird schon vorher gemacht. Das heißt, man muss nicht mehr die Datenbank bemühen und sagen, gib mir mal irgendwie aus all diesen verschiedenen Layern all diese Informationen, such mir die alle zusammen, sondern die liegen alle schon so vor, indem alle Daten, die ich für eine Kachel brauche, liegen quasi schon vor, gefiltert vor, und dadurch kann ich dann natürlich schneller rendern irgendwann mal. Google macht es ja auch, die können ja auch alle Kacheln live rendern inzwischen und angepasst an genau das, was der User gerade braucht und so. Möglich ist das auf jeden Fall, wenn man genug Hardware hat. Ich denke, ganz langfristig wird der Weg dahin gehen, dass man entweder sowieso im Client rendert oder dass man, wenn man noch auf dem Server rendert, dass man eben keine Bitmap-Kacheln mehr zwischenspeichert, sondern nur Vektorkacheln zwischenspeichert. Und dann verschwinden all diese Probleme, die man hat, dass sich Label überdecken mit irgendwelchen Icons oder sowas. Wie gesagt, also bei uns war das jetzt relativ wenig der Fall. Aber das hängt natürlich vom Style und so weiter ab. Gibt es sonst noch Fragen? Ganz oben. Ja, ein bisschen Sport kriegst du auch noch heute. Das ist doch auch was. Ihr verwendet sicherlich hauptsächlich das Namensgut aus OSM selbst. Was passiert mit dem Namensgut aus der Wikipedia? Das differiert ja mitunter. Wie verfahrt ihr mit diesen Differenzen? Die Namen aus der Wikipedia, ja, die werden überhaupt nicht verwendet für diese Karte. Also da gibt es keinen direkten Zusammenhang, sage ich jetzt mal, zwischen oder keine Vermischung der Daten an der Stelle, sondern wir nehmen hier nur die OSM-Daten und rendern eine Karte und zeigen die dann in einer Wikipedia-Seite an. Was es aber gibt, ist Bestrebungen, also gibt es schon verschiedene Sachen,
dass man Datenabgleich zwischen der Wikipedia oder sowas oder dass man eben die, die in der Wikipedia vorliegenden Übersetzungen benutzt und die in OSM importiert oder sowas. Da haben wir auch wieder zum Zusammenhang mit dem Wikidata-Projekt. Das Wikidata-Projekt versucht ja aus der Freitext-Wikipedia, sage ich jetzt mal, Daten rauszuziehen und zum Beispiel über die Übersetzungen von irgendwelchen Begriffen in strukturierter Form zu sammeln. Und das ist natürlich schon möglich, dass man das vielleicht dann wieder mit OSM abgleicht. Da muss man natürlich irgendwo immer wieder aufpassen, wie man das genau macht und so. Ich weiß nicht, willst du da vielleicht noch was zu sagen? Da wäre halt eben das aktuelle Problem, dass der Wikipedia-Artikelname, der muss halt eben eindeutig sein und deswegen ist der für die Kartendarstellung ungeeignet. Da gibt es Beispiele, da lautet der Artikelname halt eben Frauenkirche in Klammern Dresden und auf der Karte weiß man, man schaut sich gerade Dresden an, da braucht man diese Informationen in den Klammern nicht mehr. Bei Wikidata sollen deswegen auch Labels gesammelt werden und da wäre das entsprechend dann die Kurzform, die man eigentlich auch für eine Karte nehmen könnte. Wir wollen diese Übersetzung aber wirklich auch in OpenStreetMap drin haben, weil dann auch Nominatim drauf zugreifen kann und alle möglichen anderen Dienste. Das ist der Hintergrund. Ja. Gut, wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt, glaube ich nicht. Ja? Sie können auch schon den Raum wechseln, falls Sie sich beeilen möchten. Okay. Ja. Nee, ganz kurz, aber diese Geschichte, wenn ich irgendwie wenn ich eine Karte zeichne mit deutschen Labels, dann habe ich immer das Problem, dass die politisch nicht so ganz korrekt ist, weil ich dann plötzlich allen möglichen früher mal Nazi-besetzten Orten plötzlich diese politisch nicht ganz korrekten Namen aus der Vergangenheit zuordne. Hat einer von euch da oder habt ihr euch da mal im Rahmen von einem Projekt irgendwelche Gedanken gemacht, wie man mit akzeptabel, also ich meine, wenn ich jetzt an Mailand, wenn ich an Milano Mailand dran schreibe, dann ist das kein Problem, aber es gibt eine ganze Menge Orte, wenn ich da den Anführungszeichen deutschen Namen dran schreibe, dann ist das ein Problem. Ideen, wie man das lösen kann? Das ist auf jeden Fall ein Problem, aber das sollte man sich als Entwickler auch zurückziehen und sagen, das ist ein Community-Problem und da müssen Diskussionen laufen, so, wenn das geht. Und man nutzt halt eben die Definition und zeigt die an. Wie die genutzt wird, müssen andere entscheiden. Oder? Also ich glaube, das ist, ich sag mal, jetzt hat er mich abge... Okay, also ich glaube, das ist grundsätzlich kein anderes Problem als viele andere Probleme, die wir haben in der Community, wo wir uns einigen müssen, welche Daten wir wie erfassen und wie interpretieren. Das mag zwar irgendwie manchmal etwas größer erscheinen, als andere Probleme das sind, aber wenn sich irgendwie die Radfahrer oder irgend sowas darüber streiten, wie sie ihre Radrouten erfassen und verschiedene Leute da verschiedene Schemata haben oder sowas, ist es letztlich genau das Gleiche. Wir müssen in der Community irgendwelche Gemeinsamkeiten finden, gemeinsame Ideen finden, wie bestimmte Sachen eingetragen werden. Nur dann kann auch das Projekt als Community funktionieren. Und da ist noch etwas Arbeit zu tun, aber ich bin da eigentlich relativ optimistisch.